Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen HXA Video. Auf Twitter habe ich gefragt, was das nächste Video sein soll, eine Fähigkeitenanalyse zu Kurapika, das nächste Recap Video oder ein Video zu Huntern, und ja, das Ergebnis ist eindeutig, deshalb gibt es heute mal ein Video zu allen Informationen bezüglich Huntern. Ich meine, Hunter sind eigentlich die Hauptprotagonisten des Mangas und so wichtig, dass der Manga sogar danach benannt wurde. Deshalb geht es in dem Video darum, welche Rechten und Pflichten ein Hunter eigentlich hat, wie das mit den Rängen genau ist, also wie man ein Double Star oder Triple Star Hunter werden kann, warum es in dem Zusammenhang gar nicht unplausibel ist, dass Gon und Killua mittlerweile ein Single-Star-Hunter sind. Dann reden wir noch über die XM und zum Schluss noch über die verschiedenen Arten von Huntern, die es gibt und für die sich früher oder später jeder einmal entscheiden muss. Wenn ihr bei solchen Umfragen dabei sein wollt, könnt ihr mir übrigens gerne auf Twitter folgen, dort poste ich auch oft andere News oder interessante Sachen zu HXH oder anderen Lieblingsmangas von mir. Ja, Link dazu ist in der Beschreibung oder halt einfach Killua da könnt ihr. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Ja, was ist ein Hunter eigentlich? Ein Hunter ist ein Mitglied der sogenannten Hunter-Gesellschaft. Ja, so ziemlich einfach, oder? Diese Organisation ist demokratisch aufgebaut, es gibt zum Beispiel auch Wahlen. Außerdem gibt es bestimmte Abteilungen und Zuständigkeiten. Wie jede Organisation kann sie sich selber aussuchen, welche Mitglieder sie aufnehmen möchte und wie sie das anstellen. Bei der Hunter-Gesellschaft ist es so, dass sie global, politisch und militärisch eine so wichtige Rolle in der Welt spielt, dass sie sogar eigene Deals mit der V5 haben, und da es dementsprechend viele Vorteile mit sich bringt, ein Hunter zu werden, ist dieser Titel sehr beliebt in der Welt. Wenn du dich als Hunter qualifiziert hast, genießt du folgende Vorteile. Du kannst 95% der öffentlichen Verkehrsmittel auf der ganzen Welt gratis benutzen, von Zügen bis hin zu Zeppelinen. Du hast Zutritt zu der ganzen Welt und zu 90% der Länder, die eigentlich strikte Zutrittsregelungen von außenstehenden Personen haben, und sogar Zutritt zu 75% der Orte, an denen die Öffentlichkeit überhaupt nicht hin darf. Du wirst nicht gerichtlich verfolgt, falls du jemanden ermordest, außer es handelt sich um andere Hunter, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Außerdem kannst du sehr leicht zu Reichtum kommen. Du kannst beispielsweise deine Lizenz verkaufen, um genug Geld zu halten, um mindestens 7 Jahre in Luxus leben zu können. Abseits davon kannst du dir einmalig einen Kredit von 100 Millionen Chenny auszahlen lassen, das ca. 90 Millionen Yen entspricht, ohne Zinsen, und du hast Zugang zu speziellen Informations-Homepages und speziellen Jobs. Ja, das alles wurde möglich, weil die Hunter-Gesellschaft wirklich einen hohen Status in der Welt genießt und sich schon um so einige Probleme gekümmert hat, die sogar die Ausrottung der Menschen zufolge hätten haben können, wie beispielsweise die Chimera-Ameisen. Die Hunter sind also zu Recht die Elite der Menschheit, und dementsprechend gibt es zurzeit nur 661 Hunter insgesamt. Die meisten Hunter spezialisieren sich darauf, spezielle Gegenstände, magische Biester, verschollene Schätze oder wundersame Orte zu entdecken oder auch zu hunten eben, daher auch der Name. Das ist aber bei weitem nicht alles, worum sich die Organisation kümmert. Viele verschreiben sich auch der Wahrung des menschlichen Wissens, der Natur oder dem Jagen krimineller Personen. Es gibt also Leute, die aus sehr noblen Gründen Hunter werden wollen, aber natürlich auch welche, die den Titel nur ausnutzen wollen, wie Hisoka, der überhaupt nur Hunter werden wollte, um legalen morden zu können. Und deshalb ist sich die Hunter-Gesellschaft natürlich ihren Pflichten bewusst, weswegen sie ein ziemlich umfangreiches und gefährliches Auswahlverfahren jedes Jahr veranstalten. Das beginnt schon damit, dass man den Ort überhaupt erstmal finden muss, indem man das Wohlwollen eines Navigators erlangt, das auch oft ein magisches Biest ist. Das ist nötig, weil sich jedes Jahr hunderte tausende von Menschen auf den Weg zur XM machen. Laut Statistiken erreicht aber nur einer von 10.000 überhaupt die Hauptprüfung. Außerdem schaffen es Erstlinge für gewöhnlich nie beim ersten Versuch, sondern im Schnitt brauchen sie 3 Jahre dafür. Die Prüfung selbst besteht aus 5 bis 6 Prüfungen, wobei jede von einem anderen Pro-Hunter geleitet wird, der immer seine eigene Prüfung erstellen darf. Ein System, das etwas willkürlich erscheint und nach dem Tod von Netero zu Recht kritisiert wurde und mittlerweile überarbeitet wurde. Wenn man die Lizenz dann erhalten hat, muss man gut darauf aufpassen, dass sie unersetzbar ist und man auch nicht noch einmal an der XM teilnehmen kann. Laut Statistiken verliert jeder 5. Hunter seine Lizenz in dem ersten Jahr. Aber das war noch gar nicht alles. Viel wichtiger ist dann noch die geheime Hunter-Prüfung, in der es darum geht, Nennen zu erlernen. Denn ohne Nennen bist du eigentlich kein Hunter, was man auch gut daran sehen konnte, dass Kurapika keinen Job ohne Nennen erlangen konnte. Und hier kommt dann auch der eigentliche Sinn der Hunter-Gesellschaft zu tragen. Sie ist auch dafür verantwortlich, das Geheimnis von Nennen zu wahren und wirklich gut zu überlegen, welchen Personen sie Nennen beibringen und welchen nicht. So hatte Wing beispielsweise anfangs sogar Angst, Gon das Nennen zu lernen, und dachte, er hätte damit einen Fehler begangen. Das ist wichtig, weil Nennen in den falschen Händen natürlich zu großen Weltkatastrophen führen kann. Und wenn man das mit Nennen erst einmal weiß, versteht man vielleicht auch, warum Hunter so verdammt viele Vorteile in der Welt genießen dürfen. Neben diesen Vorteilen gibt es aber auch 10 Regeln, an die sich jeder Hunter zu halten hat. Hunter müssen immer auf der Jagd nach etwas sein, sie müssen ein minimales Verständnis von Kampfkunst aufweisen, inklusive Nennen, eine Lizenz kann niemals ein zweites Mal ausgestellt werden, Hunter dürfen keine anderen Hunter jagen, solange diese kein Verbrechen begangen haben, Hunter müssen sich an der Wahl des nächsten Vorsitzenden beteiligen, wenn dieser stirbt, und bis dahin hat der Vizevorsitzende das Sagen. Der Vorsitzende hat das alleinige Recht zu bestimmen, wie die Hunter-XM aussieht, wobei eine drastische Änderungsmethode die Zustimmung einer Mehrheit benötigt.
Und alle Dinge, die nicht durch diese Regeln geklärt werden können, können vom Vorsitzenden, dem Vizevorsitzenden und einem kleinen Rat beschlossen werden. Wobei der Rat vom Vorsitzenden bestimmt werden kann. Zurzeit sind dieser Rat die 12 Zodiacs. Die drei ausgelassenen Regeln bestimmen den Rang eines Hunters und dazu kommen wir jetzt. Ein Hunter hat nämlich die Möglichkeit, bis zu 3 Sterne zu erhalten für seine Leistungen und Taten, die ihm zwar per se keinen Vorteil bringen, aber bei einem Triple Star Hunter weiß man, dass er außergewöhnliche Leistungen für die Menschheit erbracht haben muss und auch kampftechnisch was drauf haben muss. Pearson ist beispielsweise ein Triple Star Hunter. Einen Stern zu erhalten ist eigentlich gar nicht so schwierig. Den ersten Stern erhält man, wenn man einen signifikanten Beitrag zu einem Teil der Gesellschaft beigetragen hat. Einen zweiten Stern erhält man, wenn man einen signifikanten Beitrag in mehreren Feldern geleistet hat. Ja, was heißt Felder? Wir kommen zum Schluss ja noch zu dem Thema, welche verschiedenen Arten von Huntern es gibt. Und wenn du ein Double Star Hunter werden willst, reicht es nicht nur, einen großen Beitrag zu dem Feld zu leisten, das dein Hauptfeld ist. Nein, du musst auch einen großen Teil zu anderen Feldern geleistet haben. Außerdem, und das ist wichtig, musst du einen Schüler haben, der auch einen Stern erhalten hat. Das soll noch einmal die Sache fördern, dass sich jeder Hunter irgendwann einen Rookie Hunter sucht, um ihn das nennen zu lernen und zu entscheiden, ob diese Person es wert ist, ein wahrer Hunter zu werden. Da Biscay ein Double Star Hunter ist, muss also einer ihrer Schüler auch einen Stern haben. Vielleicht sogar Wing. Und da Ching ein Double Star Hunter ist, könnte es sein, dass auch Kite einen Stern hatte. Um schlussendlich ein Triple Star Hunter zu werden, musst du noch mehr außergewöhnliche Taten in noch mehr Feldern erreicht haben. Der Triple Star Hunter ist die größte Ehre unter den Huntern und zurzeit gibt es nur 10 Triple Star Hunter, was noch einmal die Größe von Pearson unterstreichen sollte. Die Regel mit dem Hunter müssen immer etwas jagen ist übrigens ziemlich spannend, Imo, denn diese gilt auch für Gon und Kilo und vielleicht ist es wirklich so, dass Gon sein Nen wieder zurückbekommt, wenn er ein neues Ziel in seinem Leben gefunden hat, das vielleicht darauf basiert, dass er sein Hunterfeld findet und vielleicht sogar Kites Gruppe sich anschließt. Nun kommen wir noch kurz zu der Sache, warum spekuliert wird, dass Gon und Kilo mittlerweile Single-Star-Hunters sind. Das liegt an der Aussage des Sprechers zu Morel im Election-Arc. Da wurde nämlich wörtlich gesagt, Yo, das ist Morel, wird er nach seinen herausragenden Leistungen in Bezug zu den Chimera 1 zum Triple-Star-Hunter aufsteigen. Wir haben zwar noch keine Bestätigung, aber Triple-Star-Hunter wäre logisch, weil er eine sehr große Leistung in einem anderen Gebiet erbracht hat, da er ursprünglich ein Meereshunter ist, aber das Wichtige hierbei ist, dass er das nur werden kann, wenn auch einer seiner Schüler einen Single-Star erhält. Aus dieser Vermutung des Sprechers kann man also entnehmen, dass Knuckle und Shoot auch einen Stern erhalten werden und wenn Knuckle, Shoot und Morel herausragende Leistungen gebracht haben, ist es eigentlich nur logisch, dass man jedem Hunter, der bei dieser Mission dabei war, mit einem Stern auszeichnet. Sie haben die Menschheit immerhin ja wirklich gerettet und das würde natürlich dann auch Gon und Kilo einschließen, was ziemlich cool irgendwie wäre. Dann kommen wir zum Schluss noch zu den verschiedenen Arten von Huntern bzw. den verschiedenen Feldern. Obwohl es natürlich möglich ist, auch zu mehreren Feldern einen Beitrag zu leisten, finden so gut wie alle Hunter doch im Laufe ihrer Zeit ihr Lieblingsfeld sozusagen und definieren sich dann auch so. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, sondern nur die spannendsten. Sie werden übrigens von allen anderen Huntern dann auch so klassifiziert, wie man gut im Election-Arc sehen konnte, wo die Personen immer mit ihrem Feld vorgestellt wurden. Falls man noch kein Feld hat, wie Leorio, Gon oder Kilor, dann wird man als Rookie bezeichnet. Falls sich einige von euch schon gefragt haben, warum Leorio im Election-Arc immer als Rookie bezeichnet wurde. Ein Klassiker wäre natürlich der Beast Hunter. Das sind meistens Hunter, die eine tiefe Verbundenheit zur Natur haben und sich darauf spezialisieren, eine neue Spezies zu entdecken oder bestehende zu schützen. Das ist wohl auch das erste, an das man denkt, wenn man Hunter hört, weil das im Intro des ersten Arcs so dargestellt wurde. Beispiele für den Beast Hunter wären Knuckle oder Shoot. Ein anderer Klassiker wäre der Blacklist Hunter, der Kriminelle zur Strecke bringen will. Bestes Beispiel hierzu ist Kurapika. Analog zum Blacklist Hunter gibt es den Crime Hunter, der mysteriöse Vorfälle aufdecken will, wie etwa Misa Storm. Mysteriöse Vorfälle und Verbrechen, ja. Und weil es einfach total dumm ist und ich mit Freunden total oft Witze drüber mache, muss ich auch die Gourmet-Hunter erwähnen. Hunter, die auf der Suche nach seltenen Zutaten oder Rezepten sind, wie die beiden Prüfer bei der Hunter-Exam. Dann gibt es noch die klassischen Schatzhunter, die wie am Anfang schon erwähnt wirklich auf der Suche nach Schätzen sind. Das Paradebeispiel dazu ist natürlich Biscay. Virushunter sind auch spannend, die versuchen Wege zu finden, unheilbare Krankheiten zu heilen, wie zum Beispiel Cheadle. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass Leorio bald ein Virushunter werden wird, da es perfekt zu ihm passt. Kite ist übrigens ein Contract Hunter und Contract Hunter werden von Firmen angeworben, um ganz spezielle Aufgaben zu übernehmen. Im Chimera-Anfall war es beispielsweise eine biologische Forschung. Und zum Schluss möchte ich noch die Archäologen-Hunter erwähnen, die alte Gesellschaften wiederbeleben wollen oder Ruinen ausgraben möchten, weil wir hier mit Ching auch einen prominenten Vertreter haben. Ja, das waren so die spannenden meiner Meinung nach und was für mich eben eine wichtige Konklusion daraus ist, ist, dass sich Gon und Kilo auch irgendwann für eine dieser Kategorien entscheiden müssen, wenn sie wirklich ein Hunter bleiben wollen. Ich meine, sie wollten ja im Gegensatz zu Leorio oder Kurapika nie Hunter werden, um wirklich Hunter zu sein. Und gerade deshalb ist es umso spannender, ihren weiteren Lebensweg zu sehen und zu beobachten, ob sie den Beruf des Hunters auch wirklich weiter
weiterhin ausführen werden. Denn wenn Gon das ganze Jahr nur auf seiner Insel chillt oder Kilometer Luca reist, könnte es sein, dass sie irgendwann keine Hunter mehr sind, weil sie gegen Gesetz 1 verstoßen. Selbiges gilt übrigens auch für Ahsoka und Illumi, wobei Illumi sehr gut ein Contract Hunter werden könnte, Imo. Er brauchte die Lizenz ja auch für den Job. Und Ahsoka muss so also aufpassen, wenn Ahsoka jemals einen Hunter killen sollte, dann würde er nämlich von anderen Huntern verfolgt werden. Ja, das war's dann mit dem Video. Mal was ganz anderes. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Ihr könnt gern schreiben, ob ihr solche Informationsvideos öfters wollt und wenn ja, zu welchen Themen. Ich meine, da gibt es ja noch genug Themen, zum Beispiel ein Informationsvideo zu nennen oder so. Ja, aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.